nicht mehr feiern gehe und warum du auch nicht mehr feiern gehen solltest, das und andere Geheimnisse meines Lebens erfährst du hier am Dienstag. Schön, dass du wieder da bist. Los geht's mit dem Video. Also mein Lieber, ich freue mich, dass du wieder hier bist. Heute geht es darum, warum ich nicht mehr feiern gehe und warum ich auch dir empfehle, nicht mehr feiern zu gehen. Ausnahme ist, diese Woche, während du diese Videos schaust, bin ich im Intensivworkshop mit meinen Teilnehmern. Am Ende werden wir auch einmal feiern gehen, aber ansonsten gehe ich nicht mehr feiern. Und ich möchte das hier ansprechen, weil oft ihr mich auch fragt, hey Tim, Club, kannst du mal ein Video dazu machen? Ich habe ein, zwei Videos dazu gemacht, ich habe ein bisschen Wissen, was im Kopf, das kann ich euch geben. Aber ich gehe nicht mehr feiern und will euch auch verraten, warum und warum ich es dir auch empfehle. Feiern und, also viele Männer gehen feiern oder gehen nachts raus, um mehr Erfolg mit Frauen zu haben. So, ich glaube, dass der Club einer der schlechtesten Orte ist, um Frauen kennenzulernen, und die Straße oder der Alltag der viel bessere Ort. Die Straße und der Alltag ist nicht der beste Ort, denn wenn du einen richtig gut aufgebauten sozialen Freundeskreis hast, einen richtig qualitativen Freundeskreis und du kennst viele Leute, dann kann es dadurch nochmal einfacher sein als auf der Straße, aber die Straße sollte man immer mitnutzen, den Alltag sollte man immer mitnutzen, denn wie willst du sonst eine Frau kennenlernen, die dir gefällt, die dir entgegenkommt? Ja, das musst du einfach sein lassen und das ist ja dann scheiße, das wollen wir halt nicht. Der Club ist aber meiner Meinung nach kompletter Bullshit. Zumindest für einen Mann, der auch andere Dinge in seinem Leben zu tun hat. Versteh mich nicht falsch. Wenn du jetzt sagst, mein Fokus wird es in diesem Leben sein, der beste Flirter im Club zu sein, dann go for it, mach das ruhig. Kann ich nicht empfehlen und jetzt erkläre ich dir warum. Club ist aus mehreren Gründen scheiße. Erster Grund ist Zeitinvestment. Wenn ich jetzt rausgehe, also wenn ich jetzt im Alltag unterwegs bin, kann ich im Alltag, wenn ich ein bisschen unterwegs bin in der Stadt, wenn ich in sich in Timbuktu wohne, in der kleinsten Stadt dieser Welt, kann ich 5 bis 10 Frauen kennenlernen, ohne Probleme, ja, ohne Probleme und ohne fast zusätzlichen Zeitaufwand. Wenn ich mich mal dafür entscheide, tagsüber rauszugehen, für eine Stunde oder so, kann ich dort auch 10 Frauen kennenlernen, theoretisch, oder eine, wenn ich mit der länger ein Date habe, ein Instant Date. So, im Club fängt das Ganze erstmal ganz anders an. Wer war von euch schon mal eine Stunde im Club? Ich war schon mal eine Stunde im Club, weil ich so kacke da fand, dass ich wieder gegangen bin. Aber normalerweise bist du nicht eine Stunde im Club. Dieses ganze Prozedere Club braucht viel mehr Zeit. Gehen wir mal von einem klassischen Clubabend aus. Du gehst vielleicht um 10 Uhr los, hier in Berlin noch viel später. Und dann bist du vielleicht 6 Stunden da, um 4 Uhr, dann fährst du nach Hause, 4:30, dann schläfst du. Aber du kannst natürlich nicht sofort schlafen, weil es war super laut und eine richtig aufreibende Umgebung. Dann ist es 5, dann pennst du bis 11. Also du hast ungefähr 6-7 Stunden verbraucht für diesen Clubabend. So, was hast du daraus generiert? Die meisten Männer generieren aus einem Clubabend genauso viele Nummern, wie ich zum Beispiel auf der Straße generiere. In einer Stunde. Zeitmäßig gesehen ist das schon mal komplett uneffektiv. Das ist die erste Sache. Die andere Sache, und deswegen ist das zeitmäßig ebenfalls scheiße, ist, du hast einen Kack-Schlafrhythmus. Du gehst um 5 Uhr schlafen und stehst um 11 Uhr auf. Das ist voll scheiße. Dein Schlaf ist schlechter, auch weil du halt kurz vorm Schlaf noch vor einem Action-Modus bist, es noch voll laut ist. Natürlich schläfst du dann später ein. Es ist kompletter Bullshit. Und damit reißt du dir den kompletten nächsten Tag kaputt. Und das Schlimmste, was ja manche Männer noch machen, ist noch zu trinken, während sie feiern gehen. Und dass das nochmal als zusätzlichen Scheiß braucht, muss ich dir wohl nicht erzählen. Ja, dann ist der ganze Tag nämlich im Arsch. Und was auch immer du am nächsten Tag hättest machen können, um dich als Mann zu verbessern, fällt flach. Ja, oder du könntest am nächsten Tag rausgehen und Frauen ansprechen. Das fällt, wenn du viel Alkohol getrunken hast, unter Umständen nämlich auch flach. Ja, also es killt dich. Es kostet dich Zeit, es ist ungesund für dich, Alkohol sowieso und Geld kostet es auch noch Alkohol, also das ja mal ganz nebenbei. Ja? Im Alltag bin ich nicht unterwegs besoffen, sprich Frauen an so. Ne, das ist noch nie passiert. Außer vielleicht mal an Feiertagen oder so, wenn irgendeine fette Party war. Der Zeitaspekt ist der eine Aspekt, warum Feiern gehen totaler Bullshit ist. Und selbst wenn du jetzt eine Frau mit nach Hause nimmst, was eigentlich das, ich sag mal, Beste ist, was passieren kann im Club, selbst wenn du eine Frau mit nach Hause nimmst, dann wird das nicht besser. Weil entweder musst du mit zu ihr oder sie muss mit zu dir. Und das ist nochmal ein zusätzlicher logistischer Umstand, der total nervig ist. Ja, dann muss sie mit zu dir, dann muss sie eventuell bei dir pennen und niemand von euch kann mir erzählen, also denjenigen möchte ich sehen, schreibt es mir in die Kommentare, der es schafft, wenn eine Frau neben ihm pennt, gut zu schlafen. Wer schläft denn dann gut? Außer du hast ein Riesenbett. Ja, dann vielleicht. Und die Frau bewegt sich nicht viel. Du schläfst einfach schlechter. So, das kostet dich nochmal zusätzlich Schlaf, nur um eine flachgelegt zu haben. Das Ding ist dann auch, ihr kommt aus dem Club und optimalerweise geht ihr vielleicht erstmal duschen, weil ihr stinkt ja auch. Ihr habt den ganzen Abend getanzt und so. Und das ist einfach, das ist auf so vielen Ebenen einfach behindert. Und wer weiß, wie lange es dauert, dieser ganze Abschleppprozess. Im schlimmsten Fall landest du noch bei ihr und musst dann irgendwie morgens wieder raus oder so und musst dann erst zurückfahren und was auch immer für ein Bullshit. Auch die Logistik, vollkommener Bullshit. Gerade wenn du auf dem Land wohnst und in diesen größeren Clubs unterwegs bist, wie auch ich damals, die ein bisschen außerhalb liegen, wie kommst du denn da wieder nach Hause? Da musst du dir erstmal die komischen Sachen einfallen lassen, außer du flankst dir irgendwie auf dem Parkplatz weg oder so. Also die ganzen logistischen Sachen, die damit einhergehen, sind der größte Scheiß überhaupt. Wenn ich jetzt eine Frau auf der Straße kennenlerne, mittags, einfach so
so im Alltag, weil ich unterwegs bin sowieso zu irgendetwas und sie kommt abends vorbei und wir kochen und haben Sex, dann dauert das vielleicht 4 Stunden und es war ganz entspannt. Ich habe sogar was dabei gegessen, alles entspannt, ich kann in ganzer Ruhe schlafen gehen und es hat keinen extra Aufwand gekostet. Ja? Vollkommener Bullshit. Die nächste Sache, die blöd ist im Club, ist, wenn du jetzt nicht gerade die Frau mit nach Hause nimmst, dann hast du ein großes anderes Problem, nämlich das, der Club ist eine riesige Atmosphäre mit super vielen Input-Problemen. Wenn eine Frau auf der Straße angesprochen wird, außer hier in Berlin am Alexanderplatz, ist es für die meisten Frauen noch etwas Besonderes und die meisten Frauen freuen sich tatsächlich und denken sich, wow, das passiert mir selten, voll cool. Das ist also etwas, das bleibt in ihrem Kopf. Daran erinnern sie sich auch am nächsten Tag noch. Aber welche Frau erinnert sich an diesen Typen, der sie im Club angelabert hat? Die meisten Frauen nicht. Und warum? Weil sie im Club ständig von Typen angelabert werden und weil das absolut normal ist und manche Frauen sogar auf den Sack geht. Ja, nicht, dass es auf der Straße nicht auch so wäre. Aber es geht den Frauen auf den Sack. Das heißt, im Club ist die Aufmerksamkeitsspanne einer Frau so viel kürzer, auch weil es da so laut ist, weil da so viel passiert. Und im schlimmsten Fall, und das ist auch nicht ein ungewöhnlicher Fall, sind die Frauen noch betrunken. Das heißt, sie erinnern sich noch weniger an dich. Das heißt, was auch immer du da abgezogen hast an dem Abend, muss schon monumental gewesen sein, damit sie sich am nächsten Tag denkt, wow, krass, der Typ war ja so cool im Club, dass ich mich an ihn mehr erinnere als an alles andere, was im Club krasses passiert ist. Das Tanzen mit meinen Freundinnen, das viel Feiern, das Spaß haben, das Lachen mit meinen Freundinnen. Du musst das alles überbieten, damit du in Erinnerung bleiben kannst. Ja, wenn sie überhaupt noch dich weiß am nächsten Tag, wenn sie sich total betrunken war. So. Und dann musst du daraus ein Date hinbekommen. Und dann musst du es schaffen, diese Barriere zu überbrücken, die sagt, hey, ein Typ aus dem Club, mit dem ich treffe, will mich eh nur ficken. Will ich das machen? Nein, ich bin doch keine Schlampe. Also du baust doch so eine zusätzliche Barriere auf, die du auf der Straße nicht hast. Auf der Straße, das nehmen die Frauen anders wahr. Das ist so, wow, es ist einfach passiert im Alltag. Wie schön. Ja, klar, treffen wir uns gern mal. Im Club hat das eine ganz andere, viel schlechtere für dich Bedeutung. Ja, das kommt auch noch hinzu. Das ist die nächste Sache, die hinzukommt. Das heißt, wenn du es im Club nicht schaffst, die Frau abzuschleppen und die Nachteile davon habe ich dir eben schon erklärt, dann musst du halt die Nummer mit dir tauschen und eine Nummer im Club ist fast hundertprozentig immer viel unsicherer als eine Nummer auf der Straße. So, und jetzt habe ich schon einen riesigen Haufen an Nachteilen für dich zusammengesammelt, den ich dir jetzt rüberschiebe. Geld kostet es halt auch noch, das muss man noch dazu sagen. Auf der Straße vorne ansprechen kostet dich nichts, im Club vorne ansprechen kostet dich etwas. Also das ist vielleicht für Studenten oder Schüler jetzt noch ein Punkt. Aber es gibt auch Leute, die gehen jeden Abend in irgendeinen tollen Club feiern, um Frauen aufzureißen. Und das rechnet sich halt irgendwann auch auf, ne? Zumal die meisten Leute dann immer noch was trinken oder so. Nenn mir einen Vorteil vom Club. Schreib mir einen Vorteil vom Club in die Kommentare. Einen. Einen einzigen. Nur einen. Mir fällt nämlich keiner ein. Was ich manchmal mache, ja, wenn jetzt ein Kumpel hat letztens Geburtstag und hat im Club mit so einer Lounge gefeiert, so. Okay, war in Ordnung, hatte ich Spaß, komme ich auch gerne mit. Ja, klar, wenn es so eine Spaßatmosphäre ist, klar, gerne. Dann trinke ich auch mal was, ist auch in Ordnung. Eigentlich sonst eher. Ich trinke fast gar nicht mehr, aber da habe ich auch was getrunken. Das ist schon in Ordnung. Und dann flirte ich auch ein bisschen, das passt auch. Aber auch da habe ich wieder gemerkt, es ist so ineffektiv im Club. Es ist so ineffektiv. Ja, und die meisten Männer rennen dann noch rum und machen mit den Frauen direkt rum und wundern sich dann, warum sie die am nächsten Tag nicht wiedersehen. Ist doch klar, wenn du mit der Frau direkt auf der Tanzfläche rummachst, dann weiß sie doch, dann bist du sofort Kategorie der Verführer. Und dann am nächsten Tag, wenn sie sich denkt, oh nein, was habe ich denn da gemacht? Oh nein, der will doch sowieso nur Sex, wenn er mir jetzt schreibt. Natürlich sieht sie dich dann nicht wieder. Das heißt, auch wenn du im Club sofort rummachen kannst, haust du dir damit die Chance für ein weiteres Date oft raus. Klar gibt es auch Frauen, die wollen genau das. Klar gibt es auch Clubs, wie zum Beispiel hier in Berlin, KitKat oder so, die extra dafür aufgebaut sind. Das ist eine andere Sache, davon will ich jetzt nicht reden. Das nehmen wir jetzt nicht mit rein. Das ist aber auch eine Ausnahme. Ja, das gibt es in den meisten Städten auch überhaupt gar nicht. Deswegen ist das die Ausnahme und nicht die Regel. Club hat meiner Meinung nach nur Nachteile, kostet dich Zeit, kostet, also die Zeit, die du im Club investierst, kannst du viel besser in andere Dinge in deinem Leben investieren, die dich als Mann voranbringen, die dich allgemein als Mann attraktiver machen und glücklicher, als im Club rumzuhängen. Und die meisten Männer, so weiß ich das auch, die meisten Männer haben auch nicht besonders viel Spaß im Club. Denn der Club, finde ich, ist eher was für Frauen. Ja, die können da hingehen, die können tanzen. Frauen tendieren dazu, eher das Tanzen zu mögen als Männer. Ja, ich sage tendieren, nicht immer so. Und deswegen, glaube ich, ist der Club eher so ein Ort für Frauen, die da mal hingehen können, mal tanzen können, ein bisschen Spaß haben können. Ist, glaube ich, für Frauen ein bisschen geeigneter als für Männer. Natürlich möchte der Club immer dir die Möglichkeit geben, hey, guck mal, hier sind voll geile Frauen. Aber der Club möchte auch nicht, dass du die mit nach Hause nimmst, weil es soll immer nur so eine Idee in deinem Kopf bleiben, dass man theoretisch eine Frau mit nach Hause nehmen könnte im Club. Aber es soll nie real für dich werden. Von daher der Club einfach, ja, ich gehe nicht mehr feiern, du solltest nicht mehr feiern gehen, nutz deine Zeit besser, nutz deine Zeit für den Alltag, dich da zu verbessern. Du wirst viel mehr davon haben. Das zum Thema Club, darum gehe ich nicht mehr feiern, darum solltest du nicht mehr feiern gehen.
Das ist das Ende des Videos. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du positive Punkte zum Club hast, ob du positive Erfahrungen mit dem Club hast, ob du das ganz anders siehst als ich. Bin interessiert. Ansonsten, wenn du einen Videovorschlag hast oder eine Frage hast, in die Kommentare. Ich beantworte es, wenn es passt. Schön, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kommst du zu mir zur Coaching-Bewerbung. Wenn du eine Freundin finden willst, keine Jungfrau mehr sein willst, mehr Sex haben willst als jemals zuvor, komm zu mir ins Coaching. Wir regeln das. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Klick mal drauf, schau mal rein. Die Informationen werden dich weiterbringen. Schön, dass du dabei warst. Bis morgen. Ciao.